Ein herzliches Hallo zu einer neuen Uhrenvorstellung. Mensch, ich habe immer gedacht, ich hätte so eine Uhr schon längst einmal vorgestellt, aber habe ich gar nicht getan. Und zwar geht es um eine Revue Tommen. Wer Revue Tommen nicht kennt, der wird sich vielleicht wundern, dass diese Marke bereits seit 1853 existiert. Aber wie das immer so ist, es gab Besitzerwechsel, es gab Aufkäufe etc. pp. Heute stellen sie eigentlich sehr, sehr schöne Uhren her. Man möchte sich zwar im Bereich der High-End-Luxusuhren ansiedeln, das ist aber leider der Marke nicht ganz gelungen, zumindest jetzt nicht, dass ich wüsste, und für mein Dafürhalten hier in Deutschland allein schon deshalb nicht, da diese Uhren häufig eine ganze Zeit lang bei eBay für ab einem Euro versteigert worden und dadurch das Ganze natürlich sich in einem Preisniveau eingependelt hatte, Betonung liegt auf hatte, es hat sich mittlerweile wieder geändert, bei dem ist natürlich für eine den meisten unbekannte Marke zwangsläufig hat hinauslaufen müssen. Ja, ist aber für meines Erachtens nicht ganz gerechtfertigt, denn Revue Tommen stellt sehr schöne Uhren her. Sie verbauen Markenwerke von ETA, sie haben eine hohe Verarbeitungsqualität, sie haben auch gerade jetzt den Diver, den ich euch heute vorstelle, das ist eher ein klassischer. Da würde ich jetzt nicht unbedingt die Alleinstellungsmerkmale sehen, aber sie haben auch noch andere Taucheruhren, deren Optik durchaus von Individualität zeugt. Und ja, aber jetzt gar nicht lange mehr blubbern. Ich zeige euch jetzt eine wunderschöne Revue Tommen als GMT-Variante. So, hier haben wir die sehr schöne Revue Tommen in der GMT-Variante. Ihr seht direkt, das ist keine Standard-Revue Tommen. Nein, sie hat von mir eine Vergoldung erfahren. Hier ist der Deckel sowie die Krone als auch die Lünette vergoldet. Das ist normalerweise natürlich nicht der Fall bei dieser Uhr. Die kommt in Ton in Ton. Ich habe das für einen Kunden gemacht, der wollte das gerne haben, beziehungsweise ich hatte sie, glaube ich, Moment, ich mache mal gerade das Band auf. Ich hatte sie, glaube ich, so genauso angeboten als rote, mit einem roten Band. Ihr seht auch, das sieht, denke ich mal, auch sehr, sehr schick aus, oder? Das ist doch eine sehr fesche Kombination. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist vergoldet. Seht ihr. Okay, ich habe es verstanden. Revue Tommen ist, wie gesagt, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, vielen eigentlich gar kein Begriff, ja, ist aber eine sehr, sehr gute Marke. Man hat halt mit den Anfangszeiten jetzt ein wenig zu kämpfen gehabt. Mittlerweile geht der Preis deutlich hoch, weil es selten diese Uhren nochmal ab einem Euro angeboten oder ab einem Euro angeboten werden. Ansonsten der Preis eben dadurch stabil bleibt und die Leute auch akzeptieren teilweise für eine solche Uhr über 1000 Euro, ich glaube 1200 Euro, je nachdem auch zu zahlen. Ja, das zeugt eigentlich davon, dass man die Uhr schon bei Bekannten, Verwandten, Freunden oder sonst so gesehen hat und dementsprechend sie schön fand. Sonst würde man wahrscheinlich hinterher nicht bereit sein, einen solchen Preis auszugeben. Und das spricht ja für diese Uhr. Ne? Ansonsten hier eine klassische GMT-Variante mit 42 mm Durchmessern. Ihr seht hier unten, ich hätte es vielleicht geschickter vor dem Video einstellen können, den roten GMT-Zeiger, der natürlich dementsprechend die zweite Zeitzone markiert. Und ansonsten, ja, übliche Funktionen, ETA 2894 Werk, verschraubte Krone, verschraubte Drücker, drehbare Lünette, Saphirglas, also eigentlich all das, was man sich bei einer solchen Uhr dann auch wünscht. Ich finde jetzt hier nochmal, um auf das Band zu kommen, gerade diese Kombi wirklich schön. Also das ist mal wieder ein Elzit-Band, das ist jetzt getragen. Ich habe die Uhr zufällig von einem Kunden wieder hier, weil der eine Revision gemacht bekommt. Ihr seht hier diesen kleinen Kopf hier von meinem Elzit-Ritter, der da drin ist. Es ist wahrscheinlich Schwachsinn, das hier im Video zu erwähnen, aber ich habe in meinem Shop die Elzit-Straps immer ohne Schließe fotografiert, weil ich mir denke, naja, die Leute werden sich vielleicht ihre eigene Schließe dran machen, aber natürlich ist eine Schließe dabei, wenn ihr einen Elzit-Strap bekommt. Ne? Und ich denke, diese Kombination eben gerade mit dem roten
GMT-Zeiger, der roten Ziernaht von dem LC-Strap, der weißen Quernaht oben, das passt schon sehr schön, ne, zu der Uhr, oder? Was meint ihr? Ja, viel mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Von der Bauhöhe seht ihr wieder, Chronographenwerk, sprich, ist nicht gerade niedrig, ja, also was wird das wieder sein? Ich schätze ja immer so toll, aber ich schätze auch so um die 15 mm sind das locker. Die Uhr gibt es halt in verschiedenen Varianten. Wo kann ich euch die zeigen? Ich habe jetzt vielleicht, genau, ich blende euch gleich mal ein paar Bilder hier ein, ne? Von den anderen Revitommen, die ich hatte. Meistens habe ich sie tatsächlich vergoldet. Also nicht wundern, wenn da dementsprechend die Bilder immer mit vergoldeten Lünetten erscheinen, weil das passt einfach zu dieser Uhr wie Faust aufs Auge. Aber dann blende ich euch die gleich mal ein hier und dann seht ihr mal, welche verschiedenen Varianten es gibt. Es gibt noch ganz andere, sehr klassische Modelle, auch Fliegeruhren. Da bin ich jetzt persönlich mal wieder nicht der Fan von und ihr wisst, ich stelle immer meistens Uhren vor, von denen ich selber, die ich selber auch tragen würde, also zumindest in 99% der Fälle. Und dann ist es natürlich sehr schwierig für mich, oder es ist selten, dass ich halt Uhren da habe, die halt nicht ganz so meinem Geschmack entsprechend. Ja, weiß ich nicht, das ist so eine Marotte von mir. Also rein kaufmännisch gesehen dürfte ich das nicht machen, aber ich tue es. Ja, genau. Was gibt es sonst noch vielleicht zu sagen zu der Revitom? Zu erwähnen sei im Übrigen auch der Service. Genau, also ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass die Lünetten ein wenig verkratzt waren. Und das ist genial. Ein kleiner Anruf in der Schweiz und schon bekommt man eine Ersatzlünette und das für irgendwie 30 Euro. Also das finde ich mal sehr nice, diesen Service. Ne? Also ich denke mal, so kann es oder so macht es Spaß, auch mal mit einem Hersteller in Kontakt zu treten und sagen, hey, ich finde deine Uhren toll, aber ich habe hier ein Problem, die Lünette, die ist irgendwie zerkratzt, kann ich eine neue Lünette haben. Und das gleiche gibt es auch für ein Gehäuse. Also ich könnte auch ein komplettes Gehäuse dort ordern. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ansonsten war es das jetzt von dieser Revitom. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Ich gebe zurück zum Abspann. Ja, das war's von der Revitom. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war jetzt natürlich keine Standardversion, es war halt eine vergoldete Version, so wie ich sie einem Kunden angefertigt habe. Aber ich denke, man kann eigentlich sehr schön hier erkennen, dass Revitom eine absolut interessante Alternative für manche sein kann, die sonst an so eine solche Marke noch gar nicht gedacht haben. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch da, bla 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 und bitte teilen, 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 wo immer auch immer, an die Freunde, an die Oma, an die Tante, Onkel. Selbst die Schwägerin entfernte. Freunde, egal, überall, teilen. Ignoriert mich, ich bin heute ein wenig seltsam. So, tschüss!